Nach den letzten großen Geschehnissen bei Einrichtung 4028 sind wir zurück bei Deep Space Nine mit der Mission Mutig voran. Wir bekommen weitere Dominion-Technologie, aber mal gucken, was jetzt passiert. Ich glaube, das wird ganz schön hitzig, dieses Finale. Ja, wir sind jetzt hier angekommen auf dem Flaggschiff oder besser gesagt auf dem Schiff der Gründerin. Hier ist Aaron, wir müssen mit ihm reden. Ah, Captain, ich sehe, dass Sie für den nächsten Schritt in unserer kleinen Mission bereit sind. Es ist schön, dass mit Ihnen zusammenzuarbeiten, abgesehen von der Behandlung, die ich während der Ereignisse auf der USS Rapier bei Ihnen erfahren habe. Ich hoffe, dass Sie diesen Dialog mit Season 11 dann rausnehmen, weil die Mission mit der Rapier werden wir leider verlieren. Nach dem Tod Ihres Klons auf der Rapier-Aaron dachte ich, Sie hätten etwas mehr Respekt. Bringen wir diese Mission voran. Ich glaube, das ist besser. Sie sind nur aus Höflichkeit hier. Kommen Sie uns nicht in die Quere. Die Gründerin wird sich mit den notwendigen Details der Auslieferung Karakons befassen. Ihre Sternflotte sollte sich nicht in die Friedensverhandlungen einmischen. Ich erwarte eine schnelle Resolution. Okay, Reaktion, oder? Genug gestritten. Aaron, dieses hat hervorragende Dienste geleistet. Wer hat das übersetzt? Der Google-Übersetzer! Wir können es uns leisten, uns mit diesem Körper gültig zu erweitern. Was labert die? Rufen Sie die Station. Sagen Sie Loris, dass ihr Gott gekommen ist. Auf der Stelle, Gründer. Rin. Wenn Sie sich die Ehre geben möchten, Captain. Okay, machen wir. Dominion-Technologie benutzen. Luna, ich hoffe, du hast bei mir gelernt. Und das auch, als wir Deep Space Nine geguckt. Naja, Vessel 6474, you are not part of our task group. We are not interested in anything. Founder, please forgive my impudence. How may I serve? You will stand down at once, Loris. Prepare your Jem'Hadar for transit. We are all going home. Transport aboard this vessel immediately. Loris, signal your first to stand down. Karukan, this is Loris. The Founder orders you to stand down and prepare for transport. The Founders have turned their backs upon us. We are denied their glory. The only glory for us now is death in battle. We are already dead. We may reclaim our honor at the price of our lives. Karukan, you must obey! You must! Ugh. He's closed the channel! Well, this is a fine mess you've gotten us into. Das läuft hier wirklich ganz toll. Defiant here. I hope you're not calling to explain that there's a problem. Oh Gott. The fleet is nearly there, and we're going to have a lot of casualties if we have to fight the Jem'Hadar. You need to find a way to defuse this situation. There's no way to beam aboard or dock without being intercepted. I don't see any other options at this point. Good luck, and may the prophets watch over you. Das läuft wirklich ganz toll. Wir verfügen nur über einen begrenzten Bestand an Raumanzügen an Bord. Die Jem'Hadar werden schließlich selten aufgesucht, um Außenbordeinsätze durchzuführen. Da sie der mit der Stadt
Da sie der mit der Station am besten vertraut sind. Da sie der mit der... Okay. Ist es am sinnvollsten, wenn sie gehen. Jeder meiner wenigen Jemadar hier hätte weitaus geringere Chancen, zur Station vorzudringen. Ihre Erfahrung macht sie zum geeignetsten Kandidaten für die Aufgabe. Warum fühle ich mich gerade zu Unrecht verurteilt worden zu sein? Was lese ich eigentlich diese Texte? So, jetzt reicht. So, ich brauche keinen Raumanzug. Ich habe nämlich schon einen. Dann lass uns mal die Raumschleuse verlassen, natürlich. Wieso weiß ich jetzt diese scheiß Texte nicht mehr durch? Das ist doch dämlich. Wer hat das übersetzt? Oh, es liegt an meiner brillanten Lesekunst. Das kann natürlich auch sein. So, da sehen wir... Oh, was ist denn da für ein Höhenbruch im Promenadendeck? Ja. Wie gesagt, ich lese hier nichts mehr vor. Mir reicht es jetzt. So. Dann wollen wir mal hier das Sicherheitsprotokoll aktivieren. Ja. This is Carlin. Wir müssen jetzt mit unserem Raumanzug da von Punkt zu Punkt fliegen. Carlin here, come in. Wupp. Huch, da ist der nächste Punkt. Und da hinten ist der übernächste Punkt. So, und schon haben wir unser erstes kleines Rätsel. Carlin here, come in. Gut. Da wollen wir mal hier runtergehen. Entschuldigt bitte unseren Raser da draußen. Der hat irgendwie Bock zu rasen. Warum fand ich das jetzt lustig? Er fragt mich nicht. Wir müssen jetzt da hinten erstmal hintuckeln mit wirklich einem Affenspeed. Wir müssen jetzt die, soweit ich es jetzt richtig überflogen habe, müssen wir ja jetzt die internen Sensoren deaktivieren. Das tun wir, indem wir einen Code uns holen. Dieser Code ist hier hinten. Und ich hoffe, ich habe jetzt die Reihenfolge richtig in Erinnerung. So. B. D. 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 So, jetzt habe ich reingedrückt. Das DB. Ah ne, nicht Deutsche Bahn, sondern Bahn Deutschland. So rum. B. D. Und dann haben wir hier den zweiten Knoten. A. 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 BD. Die Bundesdeutsche Bahn macht AA. Nicht lustig? Okay. Ja. Ach ja. Latsch, latsch, latsch. Das Schlimme ist, ich kann hier nicht mal sprinten. Es geht nicht schneller als das. Aber so haben wir es gemerkt. AA, BD. Wow, ich habe es auch richtig gemerkt. Ich bin überrascht. Jetzt passt auf, jetzt geht's nicht. So, jetzt werden wir gleich sehen. Bestätigen. Ja, A, A, B und dann da hinten das D. Sehr schön. Das haben wir deaktiviert. Ich habe früher das immer per Zufall gemacht, weil ich irgendwie nie so richtig verstanden habe, was mir jetzt diese Dinger da hinten bringen sollten, weil jetzt mal bei mir die Reihenfolge vertauscht war. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich die, dass die linke Konsole quasi die zweite Hälfte des Codes ist. Und naja, das Rätsel ist trotzdem langatmig, weil wir nicht sprinten können. So, einmal durch diesen Plasmaknoten geflogen. Nicht den Raumanzug aussieht. Ja, natürlich Cryptic. Luna hält sich erst, was gesagt, Luna hustet erst, wenn der Raumanzug wieder an ist. Ach ja. Lol, und jetzt fliegen wir einfach schon mal zwei weit. Warum nicht? Oh, ein Bird of Prey. Und den haben sich die Gemma da geholt. Der Bird of Prey mitten in unserem Weg. Wir müssen da drumherum düsen. Ui, ja. So.
So, wir müssen gleich über das Wrack drüber wegspringen. Aber das wird nicht ganz funktionieren. Come in. Are you there? Are you alright? Nicht mehr so ganz. Wir sind gleich durchgeschüttet von einer Explosion. Aber zum Glück hat ja unser Raumanzug gewisse Sicherheitsprotokolle. Yay, und dieses Wrack ist natürlich unbeschädigt. Ist ja klar. Wir haben hier immer noch dieses riesige Plasmafeuer und ach, was kümmere ich mich eigentlich um die Animationen hinter mir? Hui, juhu. Einmal darüber. Und einmal dort hinüber. So, jetzt hoffe ich, sollte ich jetzt warten, weil wenn ich jetzt diese Plasmaleitung hier... Ah, ich hätte doch überfliegen können. Wenn wir jetzt hier durch diese Plasma... durch diesen Plasmaausstoß fliegen, dann sind wir sofort gebraten. Aber wir haben es geschafft. Super. Oh oh. Oh oh. Hallo Jammer da. Not good. Not good. Ja, jetzt müssen wir erstmal darüber fliegen. Alter, der ist rund über uns. Warum pustet der uns nicht jetzt einfach weg? Leidet ihr da oben unter Ketter zu Right-Entzug? So, dann wollen wir mal hier an die Konsole und jetzt können wir mal eben schnell die, dort, ich glaube, so, ne? Dann eins nach unten und dann... Oh! Wir müssen jetzt noch blau und grün... Ich glaube, jetzt mache ich nur noch Scheiße. Kann das sein? Ja. Warte mal. Es gab da einen ganz einfachen Code. Ich weiß es jetzt nicht mehr. War das denn eins nach rechts? Eins nach oben, dann wieder eins nach rechts? Nee. Warte mal. Wie war hier der Code? Ich konnte ihn mal auswendig. Achso, alles klar. So, eins nach da, dann nach da, dann nach da, ne? Nee. Ach, jetzt ist mir alles klar. Ich mache es immer zu denselben Fehler. Kann das sein? Es ist... Eins nach da, da und dann nach da? Nee. Ah, ich kann den Code nicht mehr. Fuck. Ah, schlimm, wenn man was vergisst. So, wir haben jetzt hier... Nee, ich würde das so blau. Nee, du nicht. Ah, haha. Jetzt haben wir's. Boah. Lange nicht mehr gemacht, die Mission. Es tut mir leid. So, was habt ihr gesehen? Die haben jetzt hier die Torpedos auf das Schiff ausrichten können und tschüss, Jammerdar-Schiff. Und Duna geht unbeeindruckt weiter, wie in so einer guten Actionfilm-Szene, ne? Alles um uns herum explodiert, aber wir gehen trotzdem cool und lässig. Am besten noch mit der Waffe in der Hand weiter. So kam mir das jetzt gerade aber wirklich vor. So. Müssen wir da wieder hochfliegen? Ne, jetzt haben wir den oberen Punkt dort oben. Und dann. Huch, da ich Curland ab hier, Dings da abgewürgt. So ein doofer Mist. Nee. Okay. Was auch immer jetzt Curland gesagt hat, ist egal. Oh Mann, ich bin froh, wenn wir endlich in der Station sind. Da, ich muss den da oben. Ja. Jawohl. Hui. Und dann haben wir es gleich geschafft. Wir sind gleich in Deep Space Nine und dann ist dieser etwas langweilige Part endlich zu Ende.
Und dann geht die volle Ladung Action gleich wieder los. Jetzt muss Luna da einmal über eine weite, weite Strecke fliegen. Scarlet here, come in. Gut, da ist die Konsole, die wir jetzt betätigen müssen, weil da ist, na, ihr seht es jetzt gerade nicht, weil es ist hier stockduster. Da hinten ist die Luftschleuse, zu der wir rein können. Super, da ist sie jetzt. Jetzt könnt ihr sie sehen, weil sie da blinkt. Alter, ist das hier duster als Monowitz. Und einmal aufs Promenadendeck. Supi. Jetzt patcht er. Da hat die Space ein. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt beim Exchange gelandet. Exchange. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, hier hockt doch irgendwo ein Jammer da rum. Ja, wie ihr jetzt seht, wir müssen uns jetzt alleine durch die Linie des Indien kämpfen. Leute, es zählt doch. Geil, das zählt doch als vollständiges Set. Auch wenn ich jetzt Mark 11 Teil habe. Cool. Das hat Cryptic also endlich mal rausgenommen. Ich bin beeindruckt. So, dann wollen wir uns jetzt mal um die Jammer da kümmern mit unserer eigenen Dominier-Technologie. Es ist aber sehr gut zu wissen, dass das jetzt zählt. Der Jemadar Set Boni könnte mir jetzt ein bisschen Arsch retten, tatsächlich. Weil, wie ihr seht, es sind hier nicht gerade wenige Jemadar. Oh, und wir können nicht mal Verstärkung anfordern. Na super. Das wird lustig. Luna alleine gegen 12 Millionen gefühlte Jemadar. Klasse. Wir müssen also nach links. Danke, Quadent. Nach links, wo noch mehr Jemadar sind. Because, why not? Hoch, da enttarnt er sich einfach, der Jammer vor uns. Da ist er. Oh, es geht hier endlich wieder die Action los. Halbwegs. So, da vorne ist... Leute, das waren eben drei Jammer. Da standen eben drei Jammer da, sind sie alle weg. Ja, wo sind sie wohl? Put. Rennen mal bis. Okay. Ich kam doch nicht mehr bis zur Tempeltür. So. Hier, fress Plasma. Ums. Alter. Eine Houdini. Drecksäcke. Legen die hier noch Houdini? Sag mal, ist hier eigentlich noch der Drehkörper? Lol, der Drehkörper ist weg. Lol. Die Jammer da haben einfach den Drehkörper mitgenommen. Nein, die sofort das Ding los. Nochmal drei weitere. Supi. Warum kann ich hier nicht auf die Container schießen? Ah! Hier hatten wir mal sowas wie explosive Container. Ich bin ja überrascht. Oh, sag mal, müssen die sich eigentlich immer zu tarnen? Ah, dafür haben wir nochmal Kita zu weit bekommen. Super. Da ist er tot. Super. Schon wieder drei neue. Freue ich mich. Wartet mal. Können wir uns hier was klauen? Nein. Ging früher im Übrigen. Bei den ersten Versionen des Levels. Da konnte man sich hier immer eine Waffe holen. Aber da... Leider geht das nicht mehr. Und die Gemma da sind weg. Ach ja... Dann verstecken wir uns mal hier hinter dem Tisch. Hier so. Die haben keine Lust zu kämpfen. Okay. Dann nicht mal. Von wegen. Da ist er ja. Nummer 1 und Nummer 2. Wir haben nur auf sich warten lassen. Das war alles Witz. Ja. Enttarn dich einfach vor mir. Ihr sehr netten und höflichen Krieger des Universums. Arschgeil.
So, da hinten haben wir jetzt noch eine Dreiergruppe, aber dafür haben wir zum Glück diese Konsole hier. Uff. Leute, die haben die Cutscene jetzt hier verpackt. Super. Ja, jetzt liegen die hier um. In den Turbolift, da müssen wir rein, aber wir gehen hier eben mal kurz durch die Flammen durch. Und wir haben jetzt hier aber eine Kiste. Da können wir uns jetzt Granaten rausholen. Und dann rennen wir hier nochmal durch. Hüpf. Und gehen in die nächste obere Ebene. Wo uns natürlich drei Gemmer da erwarten. Was auch sonst. Hätten ja auch Schmetterlinge sein können. Aber nein, wir sind ja hier nicht bei Harry Potter. Ja. Und natürlich enttarnt sich das Drecksschwein wieder genau vor unserer Nase. Ihr seid so eine Feiglinge hier in dem Spiel. Das sind wirklich Feiglinge. Das war ohne Witz. So, einmal Kraftfette aktivieren da hinten. Wir haben ja vorhin gesehen, wir hatten da einen Höhlenbruch. Tschüss, ihr Gemmer da. Es war ein brutaler Tod, aber das sind jetzt 7 bis 8 Gemmer da, um die wir uns jetzt nicht kümmern müssen. Aber natürlich stehen da wieder 3 rum. Mein Gott. Warum stehen da eigentlich immer nur 3? Und jetzt überlegt euch mal, die hätten uns alle gleichzeitig angegriffen. Na, wie gut, dass die NPCs diese Intelligenz hier nicht besitzen, im Team zu arbeiten. Ach ja, wo taucht er denn jetzt auf? Links, rechts, oben, unten. Unten wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, aber gut. Wieso weiß den letzten umgehen wir jetzt einfach? Ich habe jetzt keinen Bock auf den zu warten. Wir gehen einfach schon mal hoch zur Kommandozentrale. As soon as the lift arrives, fire! Ja, mach das mal. Ach, guck mal, was da liegt. Die Granaten. Und schon sind es 2 Gemmer oder weniger, um die wir uns kümmern müssen. Sind wir hier in Ciscos Büro? Da ist Karlkan, aber nehmen wir mal eben schnell das TR116. Wenn Luna jetzt mal aufhören würde, sich zu rollen, könnten wir den wegsnipen. Hey. So, Karlkan, jetzt heißt nur noch du und ich. Hoffe ich zumindest. Warum ist Karlkan eigentlich hier bloß auf dem Commander-Rang? Ist interessant. Ist vielleicht auch ganz gut so, weil ich krieg gerade doch ganz schön von ihm eins auf die Nase. Und jetzt tarnt sich dieses Dreckschwein auch noch. Da! Komm raus! Da ist er. Na Karlkan, was hast du denn? Irgendwie haben die Gemmer da hier die ganzen Konsolen entfernt. Kann das sein? Sehr gut, wir haben ihn besiegt. Your ships may be arriving, but you must still face my warriors in cold space. We shall settle this among the stars. Da habe ich mich drauf gefreut, Karlkan. Super, auf in den Orbit kann man schon sagen von Deep Space. Nein, nein. Auf ins Weltall, um Karlkan zu schlagen. Yay, Spannung. Ja, oh ja, es geht hier schon heftig los. Die Gemmer da setzen erstmal ihren Taktorstrahlrepulser ein. Super. So, verwirren wir mal ihre Sensoren mit einem Antimatter-Spread. Und dann konzentrieren wir uns auf die Schlacht. Ich bin gerade relativ froh, dass ich ein paar alte Mark 13 Phaser-Bänke gefunden habe. Da sollte das etwas einfacher vonstatten gehen. Und da ist Warcoof the Red Nut. Warum habe ich mir das gedacht, dass das wieder so ein Kreuzerbug ist? Ja, die sind ganz schön sauer, die Gemmer da. Aber naja. Ihre Flotte ist schon so gut wie erledigt. Wir haben allerdings einen von diesen Bug-Dreadnoughts verloren. Hohe Verluste bei den Klingonen. Zudem sind weitere Gemmer-Verstärkungen unter Warp gegangen. Warum eigentlich unter Warp? Waren die auf Patrouille oder was? Was habe ich jetzt noch? Ach ja, das ist. Ja, ich erinnere mich. Target Shields have
Ich glaube, so langsam kriege ich ein Problem. Ich brauche was zum Regenerieren. Ich kann aber auch platzen. Das ist auch dann immer noch eine Möglichkeit, nicht wahr? Fuck. Es lief gerade so gut. Ach du Scheiße, ich habe auch drei Gemma dort Schlagkreuz auf einmal angeschossen. Ja, dass man da platzen kann, ist im Bereich der Möglichkeit, wie wir hier eben gesehen haben. Es sind zu viele. Naja, ja. Ein paar Schlagkreuze zu viele, ja. Oh. Da guckt mal, wer da ist. Der allererste Auftritt der Enterprise. Looks like I'm following your lead again. Take the point, Captain. The Enterprise is here to back you up. Sehr schön. I will be victorious. I will reclaim my life. Ja. Sind Leben neuerdings irgendwie im Schlussverkauf bei den Jamada? Mozu will ja sein Leben zurück. Ich glaube, du wirst jetzt eher dein Leben verlieren. Oder ich mein's wieder. Je nachdem, was früher eintritt. So, wisst ihr was, Leute? Ich habe keine Lust mehr mit euch zu spielen. Sausage Separation. Boom. Da ging gerade ein Trikot-Torpedo hoch von der Enterprise. Na komm, her, Schlagkreuzerchen. Escort-Schiffchen. Alter, wir gehen immer mehr unter Warp. Was geht hier ab? Das nenne ich Schlacht. Ah, da ist der Dreadnought von Karakorn da unten. Sag mal, welcher Schutzschiff fällt bei mir gerade nicht aus? Ja, ich wollte eigentlich schauen, welcher Schild gerade nicht ausfällt. Boah, jetzt bin ich das zweite Mal geplatzt. Mir fällt gerade auf, ich mache wohl ein bisschen zu wenig Damage. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt nicht hirnlos wieder in die nächste Schlacht. Obwohl, jetzt können wir wieder hirnlos in die Schlacht ziehen, weil die Enterprise hat gerade da ein paar Schiffe zerspreadet mit ein paar... Zerspreadet? Sagen wir doch lieber zersplattert. Ein paar fetten Torpedos. Und ich vergesse gerade, dass das hier nicht meine Standard-Galaxy-Klasse ist mit Mark 14 Epic-Ausrüstung und so. Vor allem auch nicht mit guten Duties. Ich muss mich hier etwas mehr zusammenreißen und nicht Blödsinn machen. Oh, meine Untertasse lebt noch. Das ist super. So, Attack Pattern Alpha 1. Auf den Gemadar Dreadnought ziehen und Feuer, Feuer, Feuer. Was ist das? Da unten sind das Enterkommandoschatz. Ist gut. Ich würde gerade sagen, setzt da etwa ein paar Hangarschiffe ein. Das dann noch ganz schnell. Ich merke gerade, Karakorn ist wirklich kräftig sauer. Hier frisst ein bisschen Antimatter Spread, auch wenn das schon fast sinnlos ist. Es war sinnlos, super. Boom. Aber da ist noch Geschichte. Tschüss, Karakorn. Ich hätte jetzt auch gerne meine Untertasse wieder, wenn ich ehrlich bin. Super. Wir haben es geschafft. Deep Space Nine ist wieder unter unserer Kontrolle. Und Halleluja, ist sogar eine Chimera-Klasse. Cool. Richtig cool. Dann hören wir uns jetzt mal an, was Captain Curlin zu sagen hat. Oder auch nicht. Es ist nicht synchronisiert. Super, wir haben es geschafft. Deep Space Nine ist wieder unser. Gut, dann wollen wir mal. Oh, wir können hier das Dominion rufen. I'm picking up your signal clearly. The Dominion repeaters on this side of the wormhole are functioning normally. The Founder is well and will rejoin the Great Link soon. She offers her gratitude for your assistance.
I don't know what the future will hold for me, but at least I have a future now. It is disconcerting to lose decades of time, but the Founders are wise. I am sure they will find a new place for me. Das hoffe ich für dich. I'm not sure how to say this, so I'll simply say thank you. This series of events was entirely unexpected, but we survived. Not only that, but we're home now. All this is thanks in no small part to your efforts. If we meet again, I will not forget. Das ist schön. Oh, and Aaron says hello. Actually, he's still sulking. But it's more amusing for me if I tell him that I expressed warm gratitude and fawning sycophancy on his behalf. Goodbye. Tschüss. Und ärgere Aaron nicht zu doll. Wir können jetzt auch noch die Enterprise rufen, ne? Dann tun wir das doch mal. I've been offered a great opportunity. Commanding the Enterprise is an honor, one I never thought would be mine. Still, the Belfast was a good ship, and she will be missed. I won't forget your part in saving her crew. Many of them will be joining me on the Enterprise. I am forever in your debt. Nur mal so, warum ist das jetzt eigentlich im Hintergrund eine andere Brücke? I'm not much for goodbyes, and the Enterprise will likely be at the frontier of Federation space. There's no telling when we'll meet again. I'm sure we will, though. Das denke ich auch. Viel Glück mit der neuen Enterprise. So, Corland, wie geht's dir so? We're finally home. I can't thank you enough for all you've done. Putting your life on the line time and again to protect the Federation. Always trying to find a peaceful solution. You have upheld the finest traditions of Starfleet. We've come full circle. You can get back to your ship, and I'm just glad to be back where I belong. I would invite you to stay here at DS9, but I have a feeling that you don't want to cool your heels on a space station. You need to be out in space. You're welcome here anytime. I hope we can reminisce about this over a cup of Ractigino someday. After all we've been through, I would ask the prophets to watch over you, but there's an old saying about having the attention of those in high places. Take care, and good luck. Ja, viel Glück auch dir, Colette. Tja, das war's. Wir haben's geschafft, Leute. Das Dominion ist geschlagen und lest es euch bitte selber durch zum letzten Mal heute. Gut. Und wir nehmen das Schutzschild. Das habe ich mir eben schon überlegt. Super. Das war also das Dominion, Ladies and Gentlemen. Und ich möchte garantiert jetzt nicht meine Galaxy-Klasse verschandeln lassen mit einem Jabotage-Schild. Ja, was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Das Dominion ist geschlagen. Das war jetzt soweit die letzte Episode hier bei Cardassian Struggle. Wir haben hier alles durch. Wir haben hier alles durch. Das ist aber das letzte Mal sein, dass wir uns hier sehen. Nein. Mit Season 11 bekommen wir 4 neue Episoden. Dafür werden hier aber alle Missionen weggenommen. Bis auf eben die letzten 5 beginnt ab zweite Welle bis hin zu mutig nach vorne. Dann werden die anderen, wie gesagt, ersetzt durch 4 neue Missionen. Die werden wir uns definitiv in Season 11 angucken. Aber wie geht's jetzt hier weiter mit dem Let's Play? Mit dem Vormarsch der Borg. Ja. Admiral Quinn ruft uns. Wir sollen in den Beta-Quadranten fliegen. Alles klar. Dann melden wir uns beim nächsten Mal bei 4 of 10. Bei Kampfgruppe Omega. Na gut, wir kriegen nicht mal so einen tollen Loot. Und ja, wir haben jetzt also erfolgreich einen großen Gegner der Föderation geschlagen. Und jetzt geht's weiter mit einem größeren Gegner der Föderation. Weil es geht immer stärker, nicht wahr? Wir sehen uns dann also irgendwo am Rande des Beta-Quadranten wieder, wo wir dann gegen die Borg kämpfen werden. Bis dahin. Schausen. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Worf?